Guten Tag und herzlich willkommen zu dem Webinar über Naturmedizinalien für Männer. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durch dieses Webinar begleiten darf. Mein Name ist Patricia Ricci und ich bin Doktorin der medizinischen Wissenschaften. Ich habe nach dem Diplomstudium der Wirkstoffchemie an der Medizinischen Universität in Wien das Doktorat der medizinischen Wissenschaften im Fachbereich Molekulare Medizin absolviert. Danach habe ich mich in die Naturmedizin, Kräuterpädagogik und Medical Communications vertieft. Und seit 2014 leite ich die Gesundheitspraxis Villa Natura, in der sich alles um traditionelle europäische Medizin, Naturmentoring und Bücher über Wildpflanzen und Heilkräuter dreht. Auf www.villanatura.at können Sie mich besuchen. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse und möchte nun gerne mit Ihnen durch verschiedene Naturmedizinalien und deren Wirkung und Anwendung für die Gesundheit von Männern gehen. In dem Webinar über Naturmedizinalien für Männer werden wir bei den Vorteilen von Gesundheitsbewusstsein und Vorsorge für Männer beginnen und uns dann durch die folgenden Männergesundheitsthemen bewegen. Welche Naturstoffe unterstützen Kraft, Ausdauer und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit beim Mann? Im Detail gehen wir auf den Säurebasenhaushalt mit dem Hauptsyndrom Sodbrennen ein, sehen uns das männliche Hormon Testosteron und seine Funktionen und Unterstützer an, kommen so auch zur Prostata und zum immer aktueller werdenden Thema der männlichen Fruchtbarkeit. Dann werfen wir noch einen Blick auf Mikronährstoffe gegen Haarausfall und für volles Haar. Und am Ende wird es eine kurze Zusammenfassung geben. Beginnen wir bei dem Mann in der Medizin und den Phytotherapeutika und Naturmedizinalien für seine Gesundheit. Männer waren ja lange Zeit als Vorsorgemuffel bekannt. Aber mit der neuen Gesundheitsbewusstheit wird Prophylaxe mittlerweile auch für Männer wichtiger und birgt große Vorteile. Zukünftig, wenn die Gesundheitsversorgung noch mehr in Richtung einer personalisierten und individualisierten Medizin geht, werden Männer stark von den maßgeschneiderten Angeboten profitieren. Jetzt schon ist statistisch sichtbar, dass Männer bei den Vorsorgeuntersuchungen aufholen und Beschwerden so früher erkannt und besser behandelt werden können. Männer leben zwar soziodemografisch betrachtet immer noch risikoreicher und leben knapp 6 Jahre kürzer im Durchschnitt, der Unterschied verringert sich aber tendenziell und die Risikofaktoren und Ursachen werden heute differenzierter betrachtet. Mittlerweile rauchen nämlich auch weniger junge Männer als Frauen und insbesondere ab 40 Jahren steigt das Gesundheitsbewusstsein. Insbesondere das Stresslevel, die Effizienz, Resilienz, also Widerstandskraft, Arbeitsleistung und Lebensqualität können durch Vorsorge und Men's Health, also Männergesundheitsbewusstsein, verbessert werden. Kommen wir gleich zum Thema Resilienz und Widerstandskraft. Stress ist die Summe aller Einflüsse von innen und außen, sowie Resilienz die Fähigkeit bedeutet, darauf zu reagieren. Überlastungssyndrome kommen also nicht nur vom Stressor, sondern gehen einher mit der Fähigkeit, den Belastungen auch standzuhalten. Prophylaktische Maßnahmen zur Senkung der Stressbelastung knüpfen daher vorrangig an den innerlichen, körperlichen und auch geistigen Reaktionen an und stärken so den Mann, damit er in seiner Situation angemessen und energiegeladen reagieren kann, auch wenn die äußeren Umstände fordernd sind. Bei Stress kommt es ja zu folgender Stressreaktion. Innerer Druck führt zu Erregungsaufbau und folglich zu einer Hormonausschüttung, insbesondere von Adrenalin und Cortisol. Adrenalin führt sofort dazu, dass das Herz schneller schlägt, die Pupillen weiten sich, die Muskeln werden besser durchblutet, die Atmung wird schneller. Führt allerdings auch zu Übersäuerung durch den raschen Proteinabbau. Und Cortisol hemmt die Schmerzempfindlichkeit und Verdauung, steigert die Insulinproduktion und erhöht den Blutdruck, senkt aber auch die Serotoninsynthese, also die Produktion des körpereigenen Glückshormons. Nach der Stressreaktion folgt daher idealerweise eine Ruhephase, eine sogenannte Erschöpfungsphase, in der aktiv auf Ruhe und Regeneration geachtet werden soll. Wenn diese Erholungs- und Ruhephase nämlich zu oft übertaucht wird, kommt es zu chronischem Stress. Und der Körper erschöpft unter der steten Belastung.
Um die körperliche und mentale Vitalität gezielt zu unterstützen, bietet die Naturmedizin ein breites Spektrum an stärkenden Mitteln, von der Brennnessel bis hin zu Giersch und Gänsefuß aus dem Garten. Wissenschaftlich besonders gut dokumentiert ist die Wirkung von pflanzlichen Extrakten aus Ginsengwurzel, der Makaknolle und der Guaraná-Pflanze. Ginseng und Guaraná verringern Müdigkeit und tragen zur Wachsamkeit und kognitiven Leistungsfähigkeit bei, und Maca unterstützt die physische und mentale Leistung in einem vollen Alltag. Der deutsche Name für Ginseng ist schon Kraftwurz oder Tigerwurzel. Ginseng ist auch ein von der EU anerkanntes traditionelles pflanzliches Heilmittel zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, bei nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit sowie auch in der Rekonvaleszenz. Er kann auch als Tee eingenommen werden. Ebenso unterstützen Maca und Guaraná die körperliche Resilienz. Kommen wir zum Säure-Basen-Haushalt. Mit einer Störung des Säure-Basen-Haushalts und damit einhergehendem Sodbrennen und Reflux, also saurem Aufstoßen, haben mehr als jeder vierte Mann zu kämpfen. Die Ursachen für Sodbrennen können verschiedene sein. Eine der Hauptursachen ist anhaltender Stress und dadurch verstärkte Säureproduktion. Wenn etwas sauer aufstößt, führt das zu dem Leitsymptom des Sodbrennens. An sich ist Sodbrennen übrigens keine eigenständige Erkrankung, aber nichtsdestominder sehr unangenehm. Weitere Ursachen können eine entzündete Speiseröhre sein. Durch gestauten Speisebrei, durch eine verlangsamte Verdauung und dadurch verzögerte Magenentleerung oder seltener Mageneingangsverschluss oder auch Verlagerung des Magens durch Schwangerschaft, das ist beim Mann jetzt nicht der Fall, oder starke Fettleibigkeit. Was lässt sich nun also dagegen machen, sowohl vorbeugend als auch akut? Bei Sodbrennen und Symptomen, bei denen das Säureschutzsystem des Magens beeinträchtigt ist, werden in der Naturmedizin stets Schleimhaut- und geschwürschützende, entzündungshemmende, krampflösende und beruhigende Heilpflanzen eingesetzt. Vorbeugend ist es besonders wichtig, die Auslöser zu vermeiden. Das klingt banal und ist auch sehr wirksam. Der verbundene Lebenswandel ist oftmals aber gar nicht so leicht umzusetzen. Wer zum Beispiel gerne Kaffee trinkt oder raucht, ist oftmals unglücklich über diesen Verlust der Rituale samt ihrer Pause. Auch auf bitterstoffhaltige Tees, Gewürze und Speisen ist eher zu verzichten, da auch diese zu einer vermehrten Bildung von Magensaft führen. Ebenso führen Alkohol, große Portionen und Fette sowie süße Speisen häufig zu Sodbrennen. Wer übrigens auf Süßes schwer verzichten kann, ist mit Datteln als Ersatz gut beraten. Daneben lindert auch eine vollwertig basische Ernährung aus Gemüse, vor allem der basische Brokkoli, hochwertigen Protein und Fettsäuren wie Leinöl oder Hanföl und Nüssen häufiges Sodbrennen. Insbesondere Hanfnüsse, das sind die klassischen Hanfsamen, enthalten das sehr gut verdauliche Protein Edestin, das die Verdauung stärkt. Ebenso hilft die Einnahme von einem Teelöffel Basenpulver in einem Glas Wasser vor der Bettruhe gegen morgendliches Sodbrennen und Aufstoßen. Und für Entspannung sorgt regelmäßig ein warmes Heublumen-Wärmebauchkissen auf dem Bauch. Spontane Hilfsmittel, die akut lindernd wirken, wenn es brennt, sind Heilerde in Wasser aufgelöst oder auch ein Stück langsam und gut gekautes Brot, das die Säure bindet. Auch roher Kartoffel- und Weißkrautfrischsaft binden die Magensäure und mindern das Brennen. Und ein Extrakt aus Braunalgen, auch Alginat genannt, bildet im Magen schnell eine schützende Barriere, die verhindert, dass Magensäure in die Speiseröhre aufsteigt. Wenn Alginate nämlich mit Flüssigkeiten wie der Magensäure in Kontakt kommen, wird das Wasser aufgenommen und es bildet sich eine zähflüssige, geleeartige und schaumige Schicht. Deshalb eignen sie sich besonders gut zur Linderung von Sodbrennen. So wirkt Braunalge rein physikalisch und beeinträchtigt auch nicht den Säurehaushalt des Magens und der Schutzschicht. Außerdem werden sie nicht vom Körper aufgenommen und nicht vom Organismus verstoffwechselt, sondern werden unverändert wieder ausgeschieden. So sind auch keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt. Diese Sodbrennen-Blocker sind für eine dauerhafte Anwendung und auch für Schwangere gut geeignet, wobei natürlich immer eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen ist.
Und als Magentee setzt die Phytotherapie bei Sodbrennen schleimhautschützende Heilpflanzen wie Eibisch, Leinsamen und Malve ein. Entzündungslindernd wirken Schafgarbe und Ringelblume und beruhigend wirken Baldrian und Melisse. Ebenso wird Grapefruit-Kernextrakt eingesetzt. Magentees sollten übrigens schluckweise und körperwarm, also weder zu heiß noch zu kalt getrunken werden. Und bitte auch um Vorsicht bei Säureblockern. Medikamente, die die Magensäure neutralisieren, machen Bakterien ein leichteres Spiel, die eigentlich von der Magensäure abgetötet werden sollen. Außerdem gibt es den sogenannten Acid-Rebound-Effekt. Wenn über lange Zeit Säureblocker eingenommen werden, führt dies zumeist zu einer gesteigerten Magensäureproduktion. Nun zu Testosteron, das ist ja das wichtigste männliche Sexualhormon. Es wird auch Androgen genannt. Testosteron kommt zwar bei beiden Geschlechtern vor, bei Frauen allerdings in deutlich geringerer Konzentration. Im männlichen Körper wird Testosteron vor allem in den Hoden produziert. Schon beim männlichen Embryo bilden sich unter dem Einfluss von Testosteron Penis, Hodensack und Prostata. In der Pubertät kommt es durch Testosteron zum Wachstum der Geschlechtsorgane, zur Reifung der Spermien und zur Ausbildung eines männlichen Erscheinungsbilds. Also die Stimme wird tiefer, das ist der klassische Stimmbruch, die Behaarung nimmt zu, es kommt zu Bart, Achsel- und Schamhaaren, die Gesichtszüge werden gröber, wie ein vorstehendes Kinn, breites Kiefer, auch Schultern und Brustkorb werden breiter und auch der Kehlkopf wächst. Es kommt außerdem zur Zunahme von Muskelmasse und Muskelkraft und auch zur Zunahme von Knochendichte und Knochenreife. Außerdem beeinflusst Testosteron den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Testosteron orchestriert auch die Libido, also das sexuelle Verlangen, wie auch aggressives Verhalten. Die Produktion von Testosteron nimmt bei Männern im Alter allmählich langsam ab. Früher bezeichnete man diesen Prozess in Anlehnung an die Menopause bzw. das Klimakterium bei der Frau als Andropause. Bei Testosteronmangel kommt es zum Mann zu einer verminderten Spermienanzahl und dadurch zu Unfruchtbarkeit, zu vermindertem sexuellen Verlangen, reduzierter Muskelmasse, schrumpfenden Hoden, einer Veränderung der Knochenqualität und auch Leistungsabfall, Antriebslosigkeit oder depressive Verstimmungen sowie Gewichtszunahme sind erste Anzeichen. Die Testosteronsynthese benötigt eine gute Versorgung mit dem Mineral Zink. Bei der Bildung von Testosteron sind Enzyme aus der Gruppe der Zinktransporter nämlich nötig, die selbst Zink enthalten. Und steht dem Körper zu wenig Zink zur Verfügung, kann sich das negativ auf die Testosteronsynthese auswirken. Zink ist also unter den Mineralstoffen das Männermineral. Es ist eben enorm wichtig für die Spermatogenese. Bereits leichte Zinkdefizite beeinflussen die Spermienbildung und Fruchtbarkeit negativ. Und auch für die volle Funktion der Prostata ist Zink unabdingbar. Die Prostata ist ja das Gewebe im Körper mit der höchsten Zinkkonzentration mit bis zu 100 mal höheren Werten als im Blutplasma. Die Prostata umschließt ja die männliche Harnröhre und produziert ein Sekret, das ungefähr 20% der Samenflüssigkeit ausmacht. In diesem Sekret können sich die Spermien gut bewegen und werden vor Schäden geschützt. Erkrankungen der Prostata gehen in der Mehrzahl der Fälle mit einem veränderten Zinkgehalt des Gewebes einher. Zum Beispiel beim Prostatakarzinom ist nur noch ein Achtel des Zinks einer gesunden Prostata vorhanden. Daraus schließen Forscher, dass Zink wirklich eine besondere Schutzfunktion auf die Zellen der Prostata ausübt. Im Labor wirkt Zink gar tödlich auf Tumorzellen, also auf schädliche Zellen. Möglicherweise schalten die Tumorzellen nämlich das Zinktransportsystem ab und verhindern so, dass schützendes Zink aufgenommen wird. Experimente zeigen auch, dass Natursubstanzen wie Resveratrol aus dem Rotwein, Kurkumin aus dem Kurkuma-Wurzelstock, grüner Tee und Traubenkernextrakt dem entgegensteuern können, indem sie die Zinkaufnahme in die Zelle normalisieren und dadurch die Tumorzellen schwächen. Zink unterstützt außerdem den Erhalt von normalen Haaren, Haut und Nägeln, trägt zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei, unterstützt die Sehkraft und Abwehrkraft und ist für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fettsäuren sowie eine normale Eiweißbildung wichtig, wie auch für die Zellteilung und DNA-Synthese. Da die Speicherung von Zink nur für kurze Zeit möglich ist und der Körper das Spurenelement nicht selber bilden kann, muss es über unsere Ernährung regelmäßig zugeführt werden. Vollkornprodukte, Keimlinge und Nüsse sowie Rindfleisch, Leber, Garnelen und Austern sind gute Zinklieferanten.
Die täglich empfohlene Mindestzufuhrmenge des Spurenelements von Zink wird für Männer mit 10 Milligramm angegeben. Bei Frauen im Vergleich sind es ca. 7 Milligramm, nur bei Schwangeren sind es auch 10 Milligramm. Etwas mehr benötigen auch Männer, die viel Sport treiben, Umweltbelastungen ausgesetzt sind oder regelmäßig Alkohol trinken. Es sollte übrigens nicht gleichzeitig mit Gerbstoffen aus Tee, Kaffee oder auch Wein eingenommen werden, sonst wird es schlecht aufgenommen. Die Daten des österreichischen Ernährungsberichts 2012 zeigen auch, dass fast 20% der über 18-jährigen Männer leichte Zinkdefizite aufweisen. 20% der über 65-Jährigen weisen gar kritische Werte auf. Die Abklärung des Zinkstatus ist deshalb bei Patienten mit Beschwerden empfehlenswert und die Ergänzung gegebenenfalls sinnvoll. Das präventive und therapeutische Potenzial des Spurenelements Zink ist insbesondere für die Prostata, wird in der Praxis aktuell noch recht wenig beachtet. Rechts dargestellt ist übrigens schematisch das Zinkatom mit seinen Elektronen. Mikronährstoffe und Mineralstoffe haben oft eine sehr einfache Struktur und Ästhetik für mich als Chemikerin, aber das nur am Rande. Nun zur Prostata. Die Prostata oder auch Vorsteherdrüse, wie sie auch genannt wird, ist wie vorhin erwähnt nicht nur für die Samenflüssigkeit zuständig, sondern unterstützt auch den Verschluss der Harnblase und ist für die Aktivierung von Testosteron in die biologisch aktive Form als Dihydrotestosteron wichtig. Mit zunehmendem Alter wächst die Prostata von der Größe einer Kastanie zur Größe eines Pfirsichs heran und kann Probleme bereiten. Durch die Verengung der Harnröhre wird der Harnstrahl nämlich schwächer und das Urinieren durch den Rückstau unangenehm. Auch die Nieren werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Mittlerweile ist jeder 10. Mann in seinem Leben mit Prostatakrebs konfrontiert, also mit einer bösartigen Wucherung, die bei fast einem Drittel der Betroffenen zum Tod führt. Die genauen Ursachen für das Wachsen der Prostata sind weitgehend immer noch nicht ganz klar, aber in der Therapie und vorbeugend gibt es wirksame Präparate aus der Pflanzenmedizin und aus der Pharmazie. Pflanzliche Extrakte aus Kürbiskern, Sägepalmenfrucht, Brennnesselwurzel und Weideröschenextrakt sind seit langem bekannte Phytopharmaka für Prävention und Behandlung. Erste Studien zeigen auch, dass der Genuss von mindestens einer Tasse grünem Tee pro Tag das Risiko senken kann. Die Pflanzenmedizin kann eine Vergrößerung zwar nicht rückgängig machen, die Symptome wie die Reduzierung des Harndrangs, den Restharn und den nächtlichen Harndrang jedoch verbessern. Als Mikronährstoff hat das Spurenelement Zink ein prophylaktisches Potenzial. Und die Pharmazie hält Alpha-1-Blocker, die die Muskelspannung der Prostata verringern und so zu einer verbesserten Symptomatik führen, und 5-Alpha-Reduktase-Hemmer. Diese hemmen die 5-Alpha-Reduktase, ein Enzym, das Testosteron in Dihydrotestosteron umwandelt. Auch das lindert die Symptome und kann auch zu einer Verkleinerung der Prostata führen. Die Nebenwirkungen sind jedoch einem Testosteronmangel ähnlich, von Antriebslosigkeit bis zu verminderter Libido und Erektionsstörungen. Bei Beschwerden ist in jedem Fall ein Urologe zu konsultieren. Ab 45 Jahren sollte eine jährliche Vorsorgeuntersuchung auch selbstverständlich sein. Die männliche Fruchtbarkeit und Spermienqualität hat in den letzten Jahrzehnten drastisch abgenommen. Bei bis zu 40% der jungen Männer sind die Spermienzahl, Motilität, Vitalität und das Aussehen der Spermien verringert oder verschlechtert. Bei einer Untersuchung in der Schweiz 2002 wiesen sogar 25% der freiwilligen Rekruten eine Spermienanzahl unterhalb der von der Weltgesundheitsorganisation definierten Fruchtbarkeitsgrenze auf. Die Ursachen sind zwar nicht ganz eindeutig, eine Rolle spielen in jedem Fall hormonähnliche künstliche Substanzen, die die Gesundheit beeinträchtigen. So geht beispielsweise eine erhöhte Präsenz von Bisphenol A, das in der Plastik-, Lack- und Klebeherstellung eingesetzt wird und dem weiblichen Östrogen ähnelt, bei Männern Hand in Hand mit einer reduzierten Spermienanzahl. Und auch der langfristige Kontakt mit Pestiziden, wie zum Beispiel Phosphorsäureestern, die übrigens nicht nur Insekten vernichten, sondern auch beim Menschen als Kampfstoff eingesetzt und zum Tod führen können, und Carbamaten, die gegen Unkraut und Pilze wirken, aber auch beim Menschen die Nervenzellen schädigen. Auch die zeigen eine negative Effekte auf die Spermienqualität, wie eine brasilianische Studie eindeutig nachweisen konnte. Dies kann auch zu genitalen Fehlbildungen bei männlichen Nachkommen wiederum führen. Auch künstliches blaues Licht, insbesondere bei Nacht, kann sich durch die Störung der nächtlichen Melatoninsynthese negativ auf die hormonelle Situation auswirken.
Nun zu den Mikronährstoffen. Eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen und Spurenelementen ist besonders wichtig für die Fruchtbarkeit. Coenzym Q10 und Vitamin C wirken antioxidativ Zellschäden entgegen. Selen wird für eine vollständige Spermienbildung benötigt. Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12 haben auch positive Effekte. Und nun kommen wir zum dritten Mal zu Zink. Aufgrund der Wichtigkeit von Zink für die Entwicklung der Spermien möchte ich nochmal erwähnen, wie wichtig Zink ist. Studien haben gezeigt, dass der Zinkgehalt der Samenflüssigkeit von unfruchtbaren Männern ganz klar unter den Normalwerten liegt. Wenn sich also der Kinderwunsch nicht erfüllen lässt, ist die Kontrolle des Zinkstatus wirklich sinnvoll. Auch Vitamin D zeigt eine fruchtbarkeitsstärkende Wirkung. Und Pflanzenextrakte wie Mana, Ginseng, Guarana können die Fruchtbarkeit auch positiv beeinflussen. Sie stärken auch die Libido und Potenz, ebenso wie L-Arginin, eine Aminosäure, die die Gefäßspannung regelt und so die Sexualfunktion verbessert. Haarausfall ist zwar nicht unmittelbar gefährlich, aber ein leidliches Thema für alle, die es betrifft, und das ist etwa jeder siebte Mann. Normaler Haarausfall beträgt etwa um die 100 Haare pro Tag. Bei höheren Verlusten beginnt sich dann das Haar zu lichten. Es gibt verschiedene Ursachen für Haarausfall. Zu den häufigen Formen zählen hormonell-genetischer Haarausfall. Bei diesem typisch männlichen Haarausfall führt das Hormon Dihydrotestosteron, dem wir vorhin schon begegnet sind, dazu, dass sich die Haarwurzeln langsam zurückbilden in den Embryonalzustand. Daher werden anfangs die Haare dünner, dann flaumig und bleiben dann gänzlich aus. Rauchen beschleunigt übrigens den Prozess und die Genetik bestimmt, ob die Glatzenbildung eher am Hinterkopf oder in den Geheimratsecken beginnt. Dann gibt es den kreisrunden Haarausfall. Der kommt vermutlich von einer Fehlsteuerung des Immunsystems durch Überlastung, bei der sich die Haarwurzel durch eine Entzündungsreaktion zu lange in der Ruhephase befindet. Dabei bilden sich dann kahle Stellen, die sich aber bei Erholung wieder bewachsen können. Sie können dann aber auch wieder auftreten. Und diffuser Haarausfall führt zu dünnem Kopfhaar am gesamten Kopf. Die Ursachen können vielfältig sein. Beispielsweise schlechte Durchblutung der Kopfhaut, aber auch akuter Stress, Erkrankungen und Ernährungsfaktoren wie eben Nährstoffmängel, aber auch Crash-Diäten und unausgewogene Ernährung im Allgemeinen. Wichtig ist hierbei vor allem die Prophylaxe, denn ist die Haarwurzel einmal gestört, entwickelt sie sich schwer wieder zu ihrer vollen Funktion zurück. Gesundes Haar wird aus den Haarwurzeln, also von innen genährt und nur unwesentlich von Substanzen, die direkt aufgetragen werden. Auch wenn Haarmittel für die äußerliche Anwendung das Aussehen der Haare oft verschönern können, so ist vor allem eine innerliche Versorgung wichtig. Äußerliche Substanzen wie Koffein zeigen in Studien zwar auch eine verlangsamende Wirkung, sind aber leider noch kein Wundermittel. Die Haargesundheit und Qualität hängt wesentlich von der Nährstoffversorgung des Haarfollikels ab. Die Nährstoffe gelangen über kleine Gefäße in die sogenannte Haarpapille. Sie ist für die Bildung der neuen Haarzellen verantwortlich. Eine nährstoffreiche Ernährung ist somit die Basis für gesunde Haare. Ein zu wenig, beispielsweise an Zink, der Aminosäure L-Cystein, die besonders in Cashewnüssen und Fisch vorkommt, Pantothensäure, also Vitamin B5, das in Erdnüssen und Naturreis enthalten ist, Biotin, das viel in Haferflocken und Nüssen enthalten ist, und das Spurenelement Mangan aus pflanzlichen Lebensmitteln. Neben Medikamenten gegen Haarausfall zeigt besonders die Sägepalme eine Wirkung. Sägepalmenextrakt wie auch Süßholz hemmen die Umwandlung von Testosteron und somit die Verkümmerung der Haarwurzeln. In der Phytotherapie wird Ackerschachtelhalm äußerlich zur Teespülung, zur Durchblutungsförderung der Kopfhaut eingesetzt. Und bei Schuppen helfen auch am besten wieder Zink, Selen, die Vitamine A, E und B, aber auch hochwertige Öle wie Nachtkerzen oder Klettenwurzelöl und Thymian zum Beispiel als Gewürz. Aber auch viel frische Luft, Sonne und Salzwasser, also ab in den Urlaub. Und nun fassen wir noch einmal kurz zusammen. In Zeiten hoher Belastung fördern vor allem Ginseng, Mana und Guarana die Resilienz und Widerstandskraft des Mannes. Schleimhautschützende Heilpflanzen wie Eibisch, Leinsamen und Schafgarbe und auch Ringelblumen und Braunalgenextrakt können Sodbrennen lindern. Auch Grapefruit-Kernextrakt wird eingesetzt.
Das Männermineral Zink ist recht häufig vorgekommen und ist wirklich wichtig für die Prostata, für die Potenz, Fruchtbarkeit und für volles Haar. Für die Prostata werden auch Pflanzenextrakte aus Kürbiskern, Sägepalmenfrucht, Brennnesselwurzel und Weideröschenextrakt seit langem als Phytopharmaka für Prävention und Behandlung eingesetzt. Und für die Haargesundheit sind L-Cystein, Pantothensäure, Biotin und Mangan essentiell. Bei Schuppen unterstützen Selen, Vitamin A, E und B die Kopfhaut. Bei jederlei Beschwerden empfiehlt sich in jedem Fall eine genaue medizinische Untersuchung und labordiagnostische Mikronährstoffanalyse. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Webinar. In diesem Slide finden Sie bei Interesse noch die Quellenangaben.